Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unravel mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Jetzt muss ich schnell gehen. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich muss hier einfach draufbleiben auf dem Ding, wenn das irgendwie geht. Ja, es geht. Wenn man will, geht alles. Warum habe ich das jetzt gemacht? Weiß ich auch nicht. Oh, geschafft. Aber, nein, nein, nicht ertrinken. Oh, ich bin so glücklich, dass ich hier drauf bin. Ich will hier drauf bleiben. Kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Oh, Gott sei Dank. Ich kann das ja gleich hier oben festknüppern. Nein, du sollst runter. Nee, das war Blödsinn. Das ist so doof. Nein, nein, du brauchst doch bloß hochklettern. Stell dich nicht so an. Ja. Ich muss dieses Gitter aufkriegen. Hier ist ja nichts weiter sonst. Da würde ich ertrinken. Ich hätte jetzt gedacht... Ich mache das hier erstmal fest. Das kriegt er nicht gezogen. Hier geht's auch nicht weiter. Ah, geht ja doch. Oh, Scheiße. Das Stück Holz ist weg. Da hätte ich aufpassen müssen. Da kann ich mich auch ertrinken lassen. Mal gucken, wo wir aufwachen. Das war klar. Das ist ein bisschen lästig. Ich wüsste gar nicht, dass die Libellen so brummen. Das muss ich hier mal festhalten. So, einfach ganz cool drauf stehen bleiben. Ganz cool. Ich gehe mal hier so ein bisschen an die Kante. Ich weiß immer noch nicht, warum ich da in der Mitte so ein Ding habe. Guckt er ja auch noch hoch. So. Loslassen. Einmal oben rüber. Ach, hoffentlich reicht der Faden. Na, nun geh. Halt! Ich kann hochklettern. Ich kann hochklettern. Ich kann hochklettern. Ich kann hochklettern. Ja. Nicht nochmal. Ah, ich kann hochklettern. Ich kann hochklettern. Ich kann hochklettern. Ah, gut. Ausruhen. Ich kann hochklettern, ich kann hochklettern, ich kann hochklettern, ich kann hochklettern. Uah. Trocknen. Wenn es einmal gelingt, heißt das ja noch lange nicht, dass das immer gelingen muss. Ja, wenn ich mich beeilt hätte, hätte ich den dann noch gekriegt. Na gut. Wir sind hier immer noch übrigens bei entgleist. Oh.
Irgendwie bin ich wohl gegen das Vieh Nein. Ah, ich habe vergessen. Oh, ist das gemein. Irgendwie bin ich gegen die olle Libelle gekommen oder so. Was war das denn eben? Der sprang ja gar nicht. Halt. Ah. So, komm, zieh mal ein Stück und oben rüber. Und jetzt wird abgeschoben, das Stück Holz. Das muss ins Wasser. Komm. Ah, Mist. Ach, Mann. Das müsste man irgendwie abbrechen können, wenn man das jetzt versaubeutelt hat. Dass man nicht warten muss. Halt, ich habe was vergessen. Nein. So. Nimmt es auf, ja. Oh. Ja, Mensch, du sollst schieben. Ich hätte nur kurz überlegt. Ich könnte ja den Faden da wieder abmachen. Ich weiß nicht, ob das nachher alles reicht. Oh, das war knapp. Jetzt brauche ich ihn ja hier nicht mehr. Spring rauf! Mann! Nur nach hinten gehen. So. So. Wir bleiben ganz cool stehen. Weiß ich nicht, warum da das Ding ist. Keine Ahnung. So, anknüppern. Hochklettern. Rüber. Hops. Mann! Ah. Ach, ich hätte unten bleiben sollen. Scheiße, 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 scheiße. Ich dussel. Nee, das geht nicht. Das geht so nicht. Ich war doch fast draußen. Inzwischen kann ich es aus dem FF. Das war meine Fernsehzeitung. Daher der Spruch. Das kannte man aus dem FF. Wie gesagt, ich traue dem Ganzen hier nicht. So. Bing. Oh, was macht der denn? Was macht er die ganze Zeit? Bleibt er stehen? Die ganze Zeit stehe ich da drauf und nichts passiert und jetzt mit einmal fällt er runter. Sag mal. Ja. Oh, schon wieder. Was ist denn hier los? Ich komm, er greift die Kante nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Was ist das für ein Rotz? Ja, jetzt brauche ich nicht weitermachen. Ach, er greift einfach die Kante nicht. Ach so, erstmal den und dann ziehen. Schon wieder. Muss ich hier millimetergenau abspringen? Warum greift er die Kante nicht? Das macht er doch sonst auch allein. Ich muss doch da keinen Knopf drücken. Bin etwas verstört darüber. So. Und empört. Au, hopp.
So, vorn habe ich auch immer in der Mitte gestanden und da ist nie was passiert. So wie jetzt. Unverständlich. So, einmal nach oben. Antütern. Einmal nach oben hochklettern. Geht das schon wieder los? Mann! Ach, Kacke. Das geht ja gar nicht. Ich hätte... Ich weiß nicht, ob er das schafft. Das schafft er. Er schmeißt ihn auch nach oben direkt. Ach, und da wäre auch Schluss gewesen. Aha, also muss ich da doch hochklettern. Na, das ist ja... Ich habe was vergessen. Ich muss ja erst die Luke aufmachen. So. Und das Stück Holz verschieben. Ja. Du sollst auch einfach nur, ja, jetzt mache ich das so. So, das war mir zu doof eben. Guck mal, wie schön er greift. Komisch, komisch. Wieder in die Mitte ungefähr, so. Also ich muss da über den Hümpel auch noch rüber. Da muss ich mich aber beeilen, ob ich das hinkriege. Das kann dauern. Aber erstmal mal die Lösungswege finden. Wie gesagt, ich spiele das Spiel ja blind. Also, ich habe es vorher noch nie gespielt. Jedenfalls bei weitem nicht so weit, nur ganz kurz. Es gab ja, oder es gibt eine Demo, glaube ich. So, kletter hoch. Gut. Okay. Ihr habt gesehen, wie er hochgesprungen ist. Und wo er hat dann wieder nach unten geguckt und ich glaube, da springt er dann auch hin. Jetzt. Ach, das ist mir jetzt egal, das Ding da unten. Ich will... Will das schaffen. Ist mir der Haken da oben auch erstmal egal. Ach, da gibt es eine Erinnerung. Na endlich. So. Puh. 13 Minuten. Aha. Da muss ich wahrscheinlich... Ach du Schande. Oh! Was habe ich getan? Ah, ich sehe das Ding nicht, weil es so dunkel ist. Spring da hin. Ey, guckt euch das mal an. Warum? Warum? Ach, da komme ich jetzt nicht hin. Ich komme da einfach nicht ran. So, jetzt hat er den. Jetzt nehmen wir den und klettern da hoch. Genau. Was war das jetzt? Ich bin da vorne irgendwo gegen gesprungen.
Vor allen Dingen, wenn man denn dieselben Sachen nochmal macht und das klappt dann mit einmal nicht. Jetzt klappt's sofort. Klettert er da raus, ja. Oh. Genau. Puh. Was ist das hier überhaupt? Ach du Scheiße. Oh. 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 Ich dachte, ich muss da oben raufhüpfen. Na, da komme ich nicht mehr hoch. Voll erwischt. Da ist auch der Faden abgetrennt. Ach, dann stirbt das Wollknoll. Also gegenkommen darf ich auch nicht. Aha. Oh. Erstmal nach oben. Oh. Jetzt? Jetzt bin ich da oben. Hm. Nee, das geht auch nicht. Das war schon richtig da. Halt, 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 halt. Vielleicht meine Vermutung doch richtig. Ja. Ach, spring doch mal, Kind. Muss ich erst mal gucken, wie er springt. Ja, mit A. Keine Chance. Oh, 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 oh. Nein, kletter einfach hoch. Machst du. Ich weiß nicht, wann ich... Er ist wieder nicht gesprungen. Es nervt. Komm, und nochmal und hops. Wenn ich auf A drücke, dann musst du springen. Das tust du doch die ganze Zeit. Auf dem Ding, jetzt geht's. Hier, jetzt springt er. Aber eben, als ich auf A gedrückt hatte und er springen wollte, tut du es nicht. Was machst du mit mir? Oh, oh, ach gut, wir sind drauf, wir sind drauf. Wir waren drauf. Mühselig. Ich darf das nicht mal berühren, dann bin ich schon tot. Hier, das sollst du machen. Das sollst du nicht machen. Wir waren doch schon auf den zweiten. Warum springst du da nicht? ich habe hochgedrückt, dass er klettert, aber hat er nicht getan. Was ist das denn? Kletter doch hoch! Warum bleibst du stehen? Aha.
Wenn man es probiert, geht es. Wenn man springen will, geht's nicht. Wenn die runtergehen. Ich drücke auf die Sprungtaste. Spiel, Herrgott. Warum springst du nicht am Rand da oder wenn man sich bewegt? Oh. Oh. Oh, 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 ich bin runtergeplumpst. Warum? Warum tust du mir das an? Warte, 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 warte. Ups. Das sind die Stampfer des Todes hier. Wie so ein aller Quarkfrosch, der nicht mehr kann. Wie so ein alter. Jetzt schwingt das Ding hier auch noch hin und her. Du sollst nicht schwingen. Da sollst du rauf. So, aber warte. Warte, 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 warte. Ja, warte, warte, warte. Ihr könnt mich mal. So, nächste Folge geht's weiter. Danke fürs Zuschauen.